Cyberport präsentiert das LG G2. Neben dem Hightech-Riesen Samsung hat sich auch LG Electronics in Bezug auf Smartphones einen hervorragenden Ruf in Europa aufgebaut. Mit seinem Flaggschiff G2 will LG aber nicht nur seinem guten Namen gerecht werden, sondern auch die Konkurrenz ordentlich ins Schwitzen bringen. Na, das schauen wir uns mal an. Die technischen Daten. Das G2 ist 13,8 cm hoch, 7,1 cm breit und 0,9 cm tief. Es wiegt nur 143 Gramm und bietet ein 5,2 Zoll großes IPS-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Herzstück des Smartphones ist ein Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor mit bis zu 2,3 GHz Kerntakt. Der Arbeitsspeicher beträgt satte 2 GB RAM. Der interne Flash-Speicher ist wahlweise 16 oder 32 GB groß, wobei dieser nicht mehr erweitert werden kann. Was uns bei diesem Gerät als erstes auffällt, ist der äußerst schmale Displayrand von nur 3 mm. Dadurch behält das G2 trotz des größeren Bildschirms fast die gleichen Maße wie das Galaxy S4 oder HTC One. Darüber hinaus macht dieses Design auch einen wirklich tollen Eindruck. Das Gehäuse selbst besteht aus Kunststoff, welcher auf der Rückseite gemustert ist. Das Gewicht von gut 140 Gramm ist zwar spürbar, aber vollkommen im grünen Bereich. Was die physischen Tasten angeht, hat LG einen neuen Weg gewagt und diese auf die Rückseite des Smartphones platziert, direkt unter die Kamera. Das mag anfangs etwas komisch sein, doch man gewöhnt sich schnell daran. Wir finden's toll und geben den Daumen nach oben. Das 5,2 Zoll große Display stellt natürlich ein besonderes Highlight beim G2 dar. Es ist dabei nicht nur groß, sondern auch mit seiner Full-HD-Auflösung und einer Pixeldichte von 423 ppi gestochen scharf. Der Helligkeitswert von 413 Candela pro Quadratmeter kann ebenso gut überzeugen wie die Farb- und Schwarzwerte. Lediglich die Darstellung weißer Flächen wirkt ein wenig gräulich. Alles in allem hat LG jedoch einen hervorragenden Job gemacht. Daumen hoch. Wir kommen zur Performance. Wobei die Südkoreaner auf einem Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor mit 2,3 GHz gesetzt haben, welcher durch 2 GB Arbeitsspeicher noch unterstützt wird. In unserem Leistungscheck schneidet das G2 zwar etwas schlechter ab als das neue iPhone 5S beispielsweise, dennoch handelt es sich bei diesem Produkt um eine echte Rennmaschine, die zumindest jedem Android-Smartphone überlegen ist. Apps, Spiele, Daten und sonstige Anwendungen werden ruckzuck geladen und gestartet. Ruckler treten praktisch gar nicht auf. Finden wir klasse. Das vorinstallierte Betriebssystem heißt Android 4.2 und kommt mit der LG-eigenen Benutzeroberfläche daher. Diese sieht nicht nur gut aus, sondern hält auch einige nette Features bereit. Darunter zählt unter anderem die neue Sperrmethode des Displays. Diese geschieht nun nicht mehr anhand einer physischen Taste, sondern durch das doppelte Antippen des Bildschirms. Darüber hinaus bietet LG auch einen sogenannten Gästemodus an. Unter dem Einstellungsmenü Allgemein kann der Nutzer eine Art Gästekonto festlegen und dies mit einem speziellen Entsperrmuster versehen. Wer sein Handy also mal aus der Hand gibt, muss sich nicht mehr darum sorgen, dass private Inhalte preisgegeben werden. Zu guter Letzt kann man mit der Funktion namens Q-Slide zwei Apps parallel auf dem Bildschirm bedienen. Die Software überzeugt also, Daumen hoch! Im Bereich Kommunikation hat das G2 alles zu bieten, was es derzeit zu erwarten gibt. GPS, WLAN, Bluetooth 4.0, LTE, HSPA+ und NFC sind daher selbstverständlich an Bord. Etwas enttäuschend ist hingegen die Tatsache, dass der interne Speicher nicht erweitert werden kann. 16 oder wahlweise 32 GB interner Speicher mögen für sich gesehen zwar ausreichen, so richtig glücklich macht uns dies aber nicht. Schade. Doch unsere Laune hebt sich wieder beim Anblick der verbauten Kamera auf der Rückseite. Diese löst mit 13 Megapixeln auf und erzielt unter allen Lichtsituationen gute bis sehr gute Ergebnisse. Die Bilder sind scharf und farbgetreu. Außerdem können Hobbyfilmer mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in Full HD aufnehmen. Die Front bietet zudem noch eine kleine Kamera mit einer Auflösung von 2 Megapixeln, was sich jedoch nur für Videochats eignet. Zusammenfassend geben wir den Daumen nach oben. Noch ein Wort zum Akku. Dieser ist, wie fast schon üblich, fest verbaut und bietet eine Kapazität von satten 3000 mAh. Damit kann stundenlang gesurft und gespielt werden, ohne dass die Puste ausgeht.
Bei durchschnittlicher Nutzung kommt man sogar wesentlich länger als einen Tag aus. Klasse gemacht! LG hat sich mit dem G2 wahrlich selbst übertroffen. Das Design ist sehr gut gelungen, die verbaute Hardware befindet sich auf dem allerneuesten Stand der Technik. In Bezug auf den nicht erweiterbaren Speicher wollen wir nochmal ein Auge zudrücken und geben verdiente 5 von 5 Cyberstars.